Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Debatte zur Verlängerung des KFOR-Einsatzes kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Letzte Woche hat der kosovarische Ministerpräsident seine Mehrheit im Parlament verloren und im Juni gibt es Neuwahlen. Und bei diesen Neuwahlen wird es im Wesentlichen darum gehen, ob die Normalisierung der Beziehungen zu Serbien weiter stattfindet oder ob dieser Weg unterbrochen wird. Und meine Damen und Herren, täuschen wir uns nicht, das ist eine Richtungsentscheidung, denn die Normalisierung, die Aussöhnung mit Serbien ist eine wesentliche Voraussetzung für eine weitere EU-Perspektive des Kosovos. Und bei all meinen Gesprächen auf dem Balkan habe ich eins gemerkt, dort werden die Debatten, die wir hier führen, ganz genau verfolgt. Sie werden aber auch genau verfolgt von denjenigen, die einer weiteren EU-Perspektive und einer weiteren EU-Annäherung kritisch gegenüberstehen. Und deswegen sollten wir diese Chance dieser Debatte heute auch nutzen, um Ihnen zuzurufen, dass für uns der Kosovo ein Teil Europas ist, dass wir für Sicherheit, Entwicklung, Frieden auf dem Westbalkan und insbesondere im Kosovo eintreten und dass wir als sichtbares Zeichen unserer Unterstützung auch die Bundeswehr weiter im Kosovo belassen. Und meine Damen und Herren, dieses Signal ist wichtig, denn der gesamte Westbalkan ist im Moment in einer kritischen Phase und ich möchte es vielleicht mal an 4 Beobachtungen festmachen. Erste Beobachtung. Der Westbalkan hat im Moment in Brüssel nicht die höchste Priorität. Brexit, Ukraine, Nordafrika, Türkei, überall lodernde Brandherde und die volle Aufmerksamkeit erfordern und dagegen scheint der Westbalkan fast abgekühlt zu sein, aber ich glaube, der Eindruck täuscht. Zweite Beobachtung, auch passend dazu. Im Moment ist es doch so, dass die Nationalisten in den verschiedenen Ländern austesten, wie weit sie gehen können. Der Kollege Lindner hat angesprochen, einen Zug mit der Aufschrift Kosovo ist Serbien von Belgrad nach Mitrovica fahren zu lassen, ist doch eine reine Provokation. Warum? Bei der es nur darauf ankommt, lieber Kollege Neu, zu gucken, wie wer reagiert. Und meine Damen und Herren, im Bild vorher zu bleiben, im Kosovo und auf dem Westbalkan gibt es im Moment viele, die zündeln. Dritte Beobachtung. Andere Länder und andere Mächte bemühen sich momentan sehr intensiv um Einfluss in der Region. Russland vor allem in den slawischen Teilen. China investiert in der ganzen Region. Und vielleicht eine Randnotiz, die auch das strategische Interesse und die strategische Bedeutung des chinesischen Engagements zeigt. Vor kurzem wurde der serbische Präsident zum Ehrenbürger Pekings ernannt. Die Türkei ist aktiv, sieht sich als Schutzmacht für die Muslime in der ganzen Region und auch andere arabische Länder investieren, zum Teil in Moscheen, aber zum Beispiel auch in Belgrad, in Infrastruktur in der Stadt und wollen sich darüber den Einfluss sichern. Und die vierte Beobachtung, die Anziehungskraft der Europäischen Union lässt im Moment eher nach. Und damit sinkt auch der Einfluss der EU. Der Weg zu einer EU-Mitgliedschaft dauert schon lange und ist ohne klare zeitliche Perspektive. Die EU selbst ist in einer Krise, Stichwort Brexit. Und es gibt andere Länder, die auch gute Angebote machen, ohne dass es irgendwelche lästigen Reformvorgaben gibt. Aber meine Damen und Herren, der Kosovo-Westbalkan ist ein Teil Europas. Und eine Instabilität innerhalb Europas können wir uns noch viel weniger erlauben wie eine Instabilität außerhalb Europas oder an den Grenzen Europas. Und der KFOR ist in einem Teil des Westbalkans, im Kosovo, ein wichtiger Stabilitätsanker. Und deswegen wollen und werden wir auch KFOR weiter verlängern. Wir können den Ländern dort auf dem Westbalkan im Moment keinen schnellen EU-Beitritt versprechen. Aber wir müssen ihnen zeigen, und dass Europa der bessere Partner langfristig für sie ist und dass es sich lohnt, sich Europa anzunähern. Und ich möchte mit einer fünften Beobachtung schließen. Ich glaube, wir haben da auch alle Chancen. Weil immer, wenn ich insbesondere mit jungen Leuten auf dem Westbalkan spreche, dann sagen die mir alle, sie wollen in die EU.
Und lieber Herr Neu, ich habe noch keinen getroffen, der nach Moskau will. Und ich habe noch keinen getroffen, der nach Ankara will. Sondern das ist die EU, das ist die EU, die die Anziehungskraft hat. Und wir sollten den jungen Menschen auf dem Westbalkan auch diese Perspektive weitergeben. Und deswegen werden wir den Antrag der Bundesregierung sehr wohlwollend prüfen und zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Der Kollege Brandl war der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt. Es wird vorgeschlagen, dass die